auch immer, ich rede gleich weiter. Wir sind jetzt wieder beim Ende eines Auftrages angekommen, sind erneut ein Level aufgestiegen und nehmen die nächste ADR-Fracht. Dann haben wir nur noch eine und dann haben wir alle und dann können wir in Fernfahrten investieren. Dann haben wir nämlich alle Sachen hier, die Erfahrungspunkte bringen. Und zwar Erfahrungspunkte hier, ADR, ne? Steht das hier? Hier steht nichts von Erfahrung. Tatsache ist aber, für Gefahrengüter bekommt man Erfahrungspunkte, wenn man sie transportiert. Dann bekommt man für hochwertige Fracht Erfahrungsbonus. Aber hier, guck, hier steht nur für den ersten Rang. Für die anderen steht nur noch, dass sich die Vergütung erhöht. Und genau, das steht hier auch. Die Vergütung erhöht sich. Und weil mir Geld nicht so eine große Rolle spielt in diesem Spiel, für mich zumindest nicht, sondern ich die Erfahrung viel wichtiger finde für den eigenen Rennfahrer, sage ich schon, LKW-Fahrer, ich spiele zu viele Rennspiele, für den eigenen LKW-Fahrer. Deswegen finde ich Erfahrung erstmal wichtiger. Deswegen, guck, hier sind zwei Ränge, weil hier hat man erst die wichtigen Lieferungen, die geben den Erfahrungsbonus, und dann kommen noch die dringenden Lieferungen und die geben noch einen größeren Erfahrungsbonus. Und dann kommen wieder Sachen, die keinen Erfahrungsbonus bringen. Deswegen hier zwei Punkte, da ein Punkt, dann hier alle, weil hier alles Erfahrungspunkte bringt. Und die Fernfahrten bringen auch Erfahrungspunkte. Aber weil ich mal gucken wollte, ob es schneller geht, wenn man erst Kurzfahrten fährt, Kurzstrecken fährt, so war das richtige Wort. Ich meine, es ging auch wirklich schnell, wie ich finde. Und dann haben wir es auch gleich geschafft. Deswegen haben wir erstmal das hier gemacht. Außerdem kann man so die Karte aufdecken. Man schaltet Städte frei, auch für die schnellen Aufträge, die uns vielleicht nicht allzu viel bringen werden, aber egal. Und genau, solche Dinge eben. Und dann kommen die Fernfahrten, denn die bringen auch mehr Erfahrung. Und da steht hier auch wieder nur höhere Erfahrung für Strecken über 250 Kilometer. Und dann das... Ich weiß nicht, ob sich dann proportional das erhöht bei denen hier. Vielleicht ist es bei den anderen ja auch so, aber da steht halt nichts davon. Deswegen als nächstes das hier und dann die Fernfahrten. Dann haben wir hier das und dann haben wir alles, wo was von Erfahrungsbonus steht. So, haben wir dann alles. Genau, dann machen wir die Fernfahrten. Und dann haben wir auch die maximale Auswahl an Fahrten. Dann kann sich das Spiel entfalten und kann uns alle möglichen Aufträge generieren, zu denen es lustig wie es lustig ist eben. Genau. Jetzt habe ich aber eine Frage. Vielleicht weiß das ja jemand, der zuschaut, falls jemand zuschauen sollte, was ehrlich gesagt wünschenswert wäre. Und zwar würde mich interessieren, ob das hier was bringt, die sparsame Fahrweise, die den Kraftstoffverbrauch minimiert, ob das was bringt, wenn man den realistischen Treibstoffverbrauch eingeschaltet hat. Denn, ich meine, realistisch finde ich gut, deswegen fahre ich auf jeden Fall mit realistischen Einstellungen, aber ich weiß nicht, ob die sparsame Fahrweise Einfluss auf den realistischen Treibstoffverbrauch hat. Wenn nein, macht es ja keinen Sinn, das hier zu machen. Wenn ja, dann schon. Deswegen ist halt die Frage. Wenn nein, werden wir hier weitermachen und dann das hier machen. Wie genau, können wir uns noch überlegen. Wenn ja, werden wir wohl das als nächstes machen, weil das wieder einen Vorteil bringt, weil wir dann nicht so oft tanken gehen müssen. So, und ich habe wieder viel zu lange gelabert. Es tut mir furchtbar leid, dass es jetzt in dieser ganzen Zeit nicht weiterging. Ich entschuldige mich 1000 Mal. So, und jetzt können wir eigentlich gleich den nächsten Auftrag anschließen. Wir schauen uns nur schnell noch um, wegen den Fragezeichen. Und da können wir gleich bis da durchfahren und haben beide abgehakt. Sehr schön. Das machen wir auch sofort. Und dann schalten wir mal... Wie war das? So, nein. Moment, das war ein zu weit. Das war wieder ein zu weit. So. Manchmal spinnt das Rädchen, mit dem ich das einstelle. Falls man weiß, wie das Logitech Driving Force GT aussieht, es ist dieses rote Rädchen unten rechts, an dem wir das einstellen. Also an dem ich halt an den diese Modi hier umstelle. Diese hier, ne? An diesem Rädchen eben. Jetzt habe ich es wieder gemacht. Und ich wünschte, ich hätte es nicht getan, weil es wieder eine Weile gedauert hat, bis ich es im Griff hatte. Ach so, wir sind ja gerade in England. Man fährt ja auf der anderen Seite. Ich habe dran gedacht, ohne dass was passiert ist. Ohne dass wir Strafe gezahlt haben oder... Hoppla, ich wollte nicht blicken.
ohne dass wir Strafen gezahlt oder einen Unfall gebaut haben. Hier ist die Arbeitsagentur. Und da kommt der Händler. Es ist leider wieder kein Renault-Händler. Gut, dann dauert es immer noch ein bisschen, bis wir Renault freigeschaltet haben. Denn Renault fehlt uns ja noch. So, jetzt haben die Fragezeichen abgedeckt und jetzt gucken wir mal, wo wir als nächstes hinfahren wollen. Wir könnten langsam echt mal wieder, ne? Hier, können wir uns bald einen neuen LKW leisten. Wir haben doch noch einen Garagenplatz frei. Ich guck mal kurz, dann können wir das vielleicht sogar jetzt machen. Und zwar... Genau, hier haben wir noch einen Platz frei. Und dann wollen wir den nochmal belegen. Vielleicht haben wir ja schon. Wir haben ja momentan einen LKW. Wie man hier sieht, wir haben einen Volvo. Einen neuen Volvo, wohlgemerkt. Ein Iveco Stralis, also den älteren Iveco, und den älteren Benz. Also, hier ist der Iveco und da ist der Benz. Und dann würden wir da noch einen anderen nehmen, einen anderen LKW, bis wir von jedem einen haben. So. Und was ich gerne hätte, wäre, ich hätte Lust auf einen DAF. So. Hier haben wir jetzt in Amsterdam vor kurzem erst den neuen Händler freigeschaltet und wir können online kaufen. Genau, wir können online kaufen. Da ist wieder der PKW, den wir erstmal nicht in Anspruch nehmen würden, weil wir erstmal die Zeit brauchen, um Geld zu verdienen. Und dann gucken wir mal, ob das Geld reicht, um uns diesen LKW zu kaufen, wo wir da irgendwas, irgendwie das noch runterdrücken können. Ach, guck an und jetzt reicht's schon. Perfekt. Das heißt, auf jeden Fall gibt es neuen LKW. Diese Lackierungen sind alle kostenlos. Ich finde dieses Blau eigentlich ganz nett. Das können wir von mir aus sogar so lassen. Und dann bauen wir noch ein paar Teile ab, weil es ja nicht unser LKW ist. So müssen wir ja nicht mit klarkommen, dass die ganzen Teile fehlen. So, hier ist sogar das Teil günstiger. Dann bauen wir das natürlich ein. Das ist jetzt hier auch automatisch eingebaut, genau. So, dann hatte ich mir beim letzten Mal gemerkt, dass hier dieses Teil günstiger war. Wir machen es mal schwarz, dann sieht es nicht ganz so schlimm aus. Da kann man ein bisschen was sparen. Das ist nicht allzu viel, ich weiß, aber... Es ist ein bisschen was, was man sparen kann. Und ich meine, wir müssen mit dem LKW nicht fahren, wir müssen den uns nicht die ganze Zeit angucken. Ist für sowieso für einen Angestellten gedacht, den wir gleich einstellen werden. Und wenn, so wie wir den Preis hier gerade runtergedrückt haben, werden wir den auf jeden Fall einstellen können. Damit ist eigentlich auch schon alles erledigt. Genau. Der Motor ist der günstigste mit 360 PS. Ich bin froh, dass ich den nicht fahren muss, denn es ist vielleicht ein bisschen schwach. Und genau. Damit ist das erledigt. Kaufen. Und der kommt dann in die Garage rein. Zwar in die, in der noch Platz ist. Das ist Kassel. Ab nach Kassel mit dir. So. Und dann stellen wir noch einen Fahrer dafür ein. Da gehen wir zum LKW-Manager. Und dann kann man hier draufklicken. Und hier Fahrer einstellen. So, und jetzt haben wir eine Auswahl. Jetzt haben wir schon einige Fahrer freigeschaltet und ich nehme am liebsten den, wo ich den Namen am ansprechendsten finde. Mal gucken, bei wem das der Fall ist. Wir haben hier einen Jiri D. Ein Jocke oder Jock oder weiß ich nicht, wo der Name herkommt. H. Etienne J. William J. Kasimirs V. Oder Kazimierz oder so, keine Ahnung. Es sieht polnisch aus, aber ich weiß nicht, ob es wirklich polnisch ist. Und ich kann auch kein Polnisch. Ich habe mich nur mal mit der Aussprache beschäftigt. Eine Katharina B., eine Katalin A., die hatten wir schon mal letztes Mal, habe ich mich über den Namen gewundert. Honza A., Emily Z., Felix S., der guckt so cool. Allein daher wäre es schon ein Grund. Oder wir könnten mal was für die Frauenquote tun. Und nehmen wir mal, hier sind die besseren Fahrer, nehmen wir einfach mal Katharina B. Obwohl, die ist auch nur ein Level 1, ne? Egal, nehmen wir Katalina. Katalina. Das ist Katalina. So, dann kann ich auch mit den Namen ein bisschen mehr anfangen. Die kannten wir ja schon vom letzten Mal. Jetzt haben wir auch eine Frauenquote hier in der Firma. Okay, drei Männer, eine Frau. Bisschen ungleich, da müssen wir beim nächsten Mal nochmal eine Frau einstellen, damit es gleich verteilt ist. Das macht bestimmt gut, wenn man eine 50-50-Quote hat. Auch wenn es wahrscheinlich in der Realität mehr männliche LKW-Fahrer gibt als weibliche, einfach weil es das Klischee bestätigt. Und weil. Und Klischees sind Klischees, weil sie wahrscheinlich auch des Öfteren mal
der Fall sind. Nicht immer, aber immer wieder. So, wir haben alle Fragezeichen aufgedeckt und dann können wir eigentlich auch weitermachen. Jetzt ärgere ich mich gerade, dass ich gar keine Uhr hier habe. Ich weiß gar nicht, wie lange ich schon aufnehme. Rotterdam. Können wir wieder zurück zum Festlande. Genau, ansonsten in Amsterdam wäre auch Festland, da waren wir auch schon. Newcastle waren wir schon. Das ist das Einzige, wo wir noch nicht waren. Also auf nach Rotterdam. Dann geht's wieder runter von der Insel und ich habe noch gar nicht intensiv über den Brexit geredet. Muss ich mich aber beeilen, damit es so aktuell bleibt. So, das war ein gewagtes Manöver, aber es geht gut. So, jetzt weiß ich gar nicht, wo ich vorhin stehen geblieben bin. Genau, ich habe zum Beispiel gesagt, dass die Fischer zum Beispiel für den Brexit waren, weil die Fischereirechte eingeschränkt waren. Die Sache ist, es ist vielleicht eine gute Idee, wenn man Fischereirechte einschränkt, um dafür, nach der Umwelt Gutes zu tun, weil wenn die Gewässer überfischt sind, gibt es auch keine Fischer mehr. Es gibt keine Fische mehr und dann gibt es auch keine Fischer mehr, weil es keine Fische mehr gibt. So, genau. Und ich weiß halt nicht, ich meine, die können das vielleicht schon einschätzen, die Fischer, aber andererseits müssen die Fischer auch Geld verdienen und sind da vielleicht auch mal bereit, das Gewässer ein bisschen zu überfischen, damit sie mal einen Monat was zu essen haben. Oder so, was weiß ich. Ich bin kein Fischer, ich kann aus der Sicht eines Fischers eigentlich gar nicht, sprechen. So. Aber gut, das sind so meine Gedanken dazu. Bei anderen Meinungen bitte mich korrigieren. Ich lerne gerne dazu. So. Und passt das? Passt das? Passt das? Passt das? Nein, das passt nicht. Das passt nicht. Dann müssen wir ein bisschen hier rüber, glaube ich. Achso, so rüber meinte ich. Ach, das passt. Sehr schön. Aber das war jetzt ein bisschen mit Gewalt. Das war vielleicht ein bisschen ungünstig. Und es hat seit langem mal wieder nicht gleich beim allerersten Versuch geklappt. So, aber jetzt haben wir 3 Fahrer eingestellt. Jetzt geht das vielleicht noch ein bisschen schneller, das Geld verdienen. Bis wir irgendwann ein riesiges Imperium haben. So, ich schaue gerne um, damit ich keine Unfälle baue und so. Ja. So, und dann ist die Frage, wann werden wir denn mal den LKW ein bisschen von außen aufpeppen? Denn es ist bestimmt interessant, das zu tun. Ich bin, wie gesagt, also was heißt wie gesagt? Ich habe es noch gar nicht gesagt. Ich habe nur, wie gesagt, eingefügt, weil mir danach war, das zu sagen. Also, ich bin gespannt, wie viel Geld wir verdienen werden, während wir auf der Fähre unterwegs sind. Weil da vergehen, glaube ich, so 20 Stunden oder so. Denn hier sieht man oben in der Leiste, rechts steht 20 Stunden. Das ist die Schätzung, wie lange wir unterwegs sein werden. Und ich glaube, so 19 Stunden oder so davon werden wahrscheinlich die Fährfahrt sein. Eine Bootsfahrt, die lustig ist und eine Bootsfahrt, die schön ist. Die dauert halt nur lange, ganz schön lange. Aber so verdienen wir Geld, ohne dass wir was machen. Ist bestimmt auch ganz nett. Daher sollten wir mal runterschalten, dann können wir vielleicht besser beschleunigen. So. Danke fürs Ertragen des Videos für heute. Kannst du mir bitte sagen, ob dich das Filmchen freut? Daumen hoch und runter, die stehen dafür bereit. Und Kommis machen munter, die lese ich jederzeit. Kommst du zu der Entscheidung, du willst da mehr von sehen? Dann kannst du zur Beschreibung und zum Abo-Button gehen. Und fandest du es scheiße, war's deine Wahl der Qual. Ansonsten gute Reise und bis zum nächsten Mal.